Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück. Am Sonntag um 13 Uhr ist die SGD an der Bremer Brücke gefordert. Neben mir begrüße ich dazu wie immer unseren Cheftrainer Markus Anfang. Markus, am Mittwoch haben wir mit Panna leider wieder jemanden verletzungsbedingt verloren. Wie ist es denn um den Rest des Personals bestimmt? Ja, hallo zusammen. Ja, ist leider so, dass Panna einen Tritt in die Achillessehne bzw. ein bisschen unterm Knöchel bekommen hat und hat sich halt herausgestellt, dass er da eine Knöchelverletzung jetzt hat und fällt jetzt erstmal bis auf Weiteres aus. Kiri fällt nach wie vor aus. Luca macht gute Fortschritte, ist auch schon im Mannschaftstraining drin, auch in Zweikämpfen drin. Aber ist halt lange ausgefallen, müssen wir halt geduldig sein. Bei Bex steht heute ein MRT an, der konnte auch nicht trainieren. Müssen wir mal abwarten, was dabei rauskommt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir natürlich auch geguckt haben, dass wir so ein bisschen die Belastung verteilen. Und ja, ist halt, müssen wir schauen, was dabei rauskommt. Knipser hat, wie ja schon einige mitbekommen haben, hat er eine kleine Wunde am Unterschenkel, hat heute auch trainiert damit. Also ich glaube schon, dass das geht. Muss man nur schauen, dass das ruhig bleibt, dass das nicht irgendwie eine Entzündung dann nachher hat. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kutsche und Kammer waren heute auch im Mannschaftstraining drin. Beide hatten ja ein bisschen Adduktorenprobleme, aber heute haben sie beide mit der Mannschaft trainiert. Ich habe jetzt natürlich noch kein Feedback, wie es jetzt danach ist. Aber ansonsten stehen uns alle zur Verfügung. Vielen Dank, Markus. Damit ist es wieder an der Zeit für eure und ihre Fragen. Wer hat die erste? Jochen Leimert von Dresdner Neueste Nachrichten. Wie frisch haben sich denn die Spieler im Training gezeigt, die am Mittwoch gespielt haben? Wie frisch? Also, ja, es ist halt zwei Tage nach dem Spiel. Das ist halt ein bisschen schwierig. Normalerweise hast du ja eher dann diesen freien Tag normalerweise drin. Aber wir haben es vernünftig gemacht. Wir haben aufgrund der Anzahl der Spieler natürlich auch immer die Möglichkeit, die Belastung noch mal ein bisschen zu steuern. Das haben wir auch gemacht. Aber grundsätzlich haben die das ganz ordentlich gemacht. Wir haben auch nochmal ein Ballbesitzspiel drin gehabt und dann nochmal ein paar taktische Abläufe, sodass jeder seine Aufgaben einmal durchgespielt hat. Und das war, glaube ich, ganz okay. Nochmal Jochen. Osnabrück ist ja auch eine Mannschaft, die in diesem Jahr sehr, sehr gut abliefert. Wie stark schätzen Sie die Mannschaft aktuell ein? Ist ja auch seit 6 Spielen ungeschlagen, hat auch zuletzt gegen Bayreuth ausgerechnet verloren. Aber wie schätzen Sie die Mannschaft im Jahr 2023 ein? Ja gut, die Ergebnisse sprechen ja für sich und man sieht ja auch, welche Tabellenregion Osnabrück jetzt gerade ist. Ich finde auch, dass sie jetzt eine tolle Rückrunde spielen, aber das hilft uns auch alles nicht. Also wir nehmen das wahr, wir wissen das, aber wir konzentrieren uns hauptsächlich auf uns. Wir können grundsätzlich immer nur unser Spiel beeinflussen und das, was der Gegner macht, damit natürlich bedingt. Wenn wir alles das, was wir uns vornehmen, wenn wir das alles umgesetzt bekommen, hat das natürlich einen Einfluss auf Osnabrück. Aber da müssen wir uns hauptsächlich auf uns konzentrieren und weniger auf den Gegner. Gleich nochmal. Inwieweit halten die Anfangsphase vom Hinspiel noch nach? Das war ja damals nicht so günstig für Dynamo gelaufen. Die Anfangsphase vom Hinspiel? Ja, man ist 2-0 in Rückstand geraten. Aber doch nicht zu Beginn, oder? War das nicht so gegen Ende der ersten Halbzeit, so Mitte, Ende der ersten Halbzeit? Glaube ich zumindest. Aber die erste Halbzeit, stimmt, da war wieder klassisch bei Thema erste, zweite Halbzeit. Ja, das Thema Hinrunde, erste, zweite Halbzeit. Wir haben das ja damals, glaube ich, auch schon nach dem Spiel gesagt. Wir haben es anhand den Inhalten haben wir es festgemacht und wir fanden damals auch, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben, auch wenn wir 0-2 hinten gelegen haben. Und wir haben die Partie dann gedreht, 3-2. Das bleibt natürlich in Erinnerung, dass du so eine Partie gedreht hast. Ich glaube, damals auch zu Recht. Aber die Vorzeichen sind jetzt vielleicht auch ein bisschen andere. Osnabrück hat sich entwickelt, wir haben uns entwickelt. Es wird ein schweres Spiel. Aber ich glaube, wer jetzt nach dem Spiel gegen Bayreuth in der Meisterschaft
immer noch glaubt, dass es vielleicht leichte Spiele in der Liga gibt, die gibt es einfach nicht. Es gibt nur schwere Spiele und ich glaube, dass es auch ein interessantes Spiel sein wird von beiden Mannschaften. Osnabrück sind natürlich auch in den vorderen Reihen mit Individualisten bestückt, die auch Spiele entscheiden können und auch in den letzten Wochen und Monaten entschieden haben. Und haben natürlich auch gerade im Mittelfeld und hinten Spieler mit viel Erfahrung. Also es ist eine gestandene Mannschaft, die auf uns zukommt, die auch grundsätzlich in der Formation viel zusammengespielt hat, wenig gewechselt hat. Also haben sie auch Automatismen, die sich eingespielt haben. Aber wie gesagt, wir müssen uns auf uns konzentrieren und weniger darauf, was der Gegner macht. Wir müssen es nur wissen, um dann einfach unsere Inhalte durchzusetzen. Nächste Frage hat Jens Umbreit von Radio Dresden. Mal ganz unabhängig von Tabelle und Co. Wir haben es ja gerade auch schon, Jochen hat es erwähnt, gesagt, dass Dynamo und Osnabrück vielleicht so mit Freiburg 2 die Mannschaften der Rückrunde oder des Jahres 2023 sind. Wenn man dort was holt, sogar gewinnen könnte, wäre das ein Statement-Win? Ich hätte nichts dagegen. Also können gerne da gewinnen. Also deswegen fahren wir dahin. Aber es sind jetzt noch 9 Spieltage in der Meisterschaft. Ich glaube, jedes Spiel wird seine Brisanz haben. Wer nach der Hinrunde gesagt hat, hätte, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt in der Position steht, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ja, das glauben sie nicht, aber es ist halt so, weil halt jeder jeden schlagen kann, weil wir auch eine gute Phase jetzt in der Meisterschaft bis zum Spiel gegen Bayreuth, wo ich glaube, dass wir inhaltlich auch gut gespielt haben, das Spiel hätten auch gewinnen können, vielleicht müssen, aber so passiert es halt nun mal, auch in der Liga. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir schon in der Lage, gerade gegen solche Gegner gute Spieler zu absolvieren. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr davon überzeugt, dass wir da auch was mitnehmen werden, weil die Mannschaft auch heute im Training auch nochmal eine gute Reaktion gezeigt hat und weil wir auch grundsätzlich, glaube ich, Woche für Woche in der Rückrunde gezeigt haben, dass wir gute Leistungen abrufen können. Nochmal Jens. Das wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen. Wie haben Sie denn die Mannschaft jetzt erlebt, gerade nach diesen beiden Spielen, die ergebnistechnisch natürlich nicht so gelaufen sind, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ja, natürlich waren sie enttäuscht, logischerweise. Aber so wie wir das auch in der Hinrunde gemacht haben, wir haben halt gesagt, so Cut, wir können das alles, was war, nicht mehr zurückholen. Ich habe ja auch schon mehrfach jetzt in der Rückrunde gesagt, dass wir für die Spiele, die wir gespielt haben, jetzt auch schon nichts mehr bekommen. Wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Und so gehen wir jetzt auch mit der Phase um, dass wir jetzt in der Meisterschaft gegen Bayreuth das Spiel zu Hause leider verloren haben. Aber wenn wir es gewonnen hätten, hätten wir dafür auch nichts mehr bekommen. Wir müssen uns auf Osnabrück sowieso vorbereiten. Und die Jungs sind heiß drauf. Ich glaube, die Jungs wollen auch unbedingt diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen. Wir wollen besser werden. Wir wollen Woche für Woche gucken, dass wir stärker werden, dass wir unser Spiel immer mehr durchsetzen. Und ja, jetzt wird es eine große Aufgabe in Osnabrück, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das hinbekommen. Tim Schlegel, Bild Dresden. Trainer, es kommt ja doch einiges zusammen. Sie fahren jetzt mit 2 Niederlagen dahin. Sie haben sich, wie Sie es gerade gesagt haben, ja jetzt was aufgebaut in der Rückrunde. Sie können natürlich davon ein ganzes Stück jetzt wieder aufs Spiel setzen in Osnabrück, gerade bei einem Gegner, der top drauf ist. Sehen Sie im Hinblick auch darauf, dass Sie gesagt haben, ich hoffe und erwarte jetzt eine Reaktion, dieses Spiel auch so ein bisschen unter den Umständen als Reifeprüfung. Wie weit ist die Mannschaft jetzt in dem Moment, wo sie einen Nackenschlag erlitten hat und jetzt zeigen kann, davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen? Ja, es ist schwierig. Also ich erwarte jetzt eine Reaktion. Also die Jungs wollen schon selber eine Reaktion zeigen. Also ich muss eigentlich wenig erwarten, weil die Jungs wollen ja Woche für Woche Leistung bringen und wollen ja auch Spiele für sich entscheiden. Es ist immer schwierig. Jetzt spielst du in Osnabrück, vielleicht gewinnst du in Osnabrück, dann werden alle sagen, wie reagiert man jetzt, nachdem man gewonnen hat in Osnabrück beim nächsten Spiel und dann gehen wir wieder zum nächsten Spiel und so hangeln wir uns dann im Prinzip von Spiel zu Spiel. Aber du kannst das auf jedes Spiel projizieren. Am Ende ist es so, du musst jedes Spiel erstmal gespielt haben und jetzt haben wir Osnabrück vor der Brust und ja, es wird schwierig, habe ich schon gesagt, aber es ist auch schön, wenn du solche Spiele hast, wo du dich messen kannst, wo du gucken kannst, wo du stehst, wo du gucken kannst, was du noch besser machen kannst und vielleicht sogar in vielen Sachen sagen kannst, ja, da haben wir uns richtig gut entwickelt und wie gesagt, diese Entwicklung und diesen Prozess, dass wir immer besser werden wollen, den wollen wir vorantreiben. Und da haben wir jetzt eine Chance gegen Osnabrück, die momentan auch einen guten Lauf hat, die Mannschaft einfach zu zeigen, dass wir uns auch verbessert haben.
Thomas Nachendorf, Dresdner Morgenpost. Herr Anfang, das sind ja jetzt die Spiele, wo es um die Honigtöpfe geht. Wie gehen Sie selber damit um? Steigt bei Ihnen auch die Anspannung oder normal Ruhe? Also bei mir ist es grundsätzlich so, bei jedem Spiel habe ich immer so eine gewisse Anspannung, weil ich will unbedingt jedes Spiel gewinnen. Das ist egal, wo es ist. Ich will einfach jedes Spiel gewinnen und das transportiere ich dann auch vielleicht ein bisschen so ein Stück in die Mannschaft rein. Die Mannschaft, habe ich das Gefühl, will das auch unbedingt. Aber du brauchst halt alle Spieltage. Du kannst jetzt nicht nur sagen, die letzten Spieltage, klar. Dann musst du aber auch vorher schon in den Spieltagen irgendwo auch gut gepunktet haben. Und dann waren die auch wichtig. Also jeder Spieltag ist an sich wichtig. Und man sieht ja auch, wie schnell das geht in der Liga, dass jeder jeden schlagen kann. Also von daher Konzentration auf das nächste Spiel und nicht drüber nachdenken, was danach für ein Spiel und danach für ein Spiel kommt, sondern das nächste Spiel ist halt so, wie hat das gesagt, Sepp Herberger oder was? Das nächste Spiel ist das schwerste Spiel, oder? Ich glaube, der hat das gesagt, oder? Das Zitat von Sepp Herberger, meine Güte. Aber so ist es halt. Ja, hat halt leider recht in allem, ne? Muss man auch sagen. Es hat sich nie geändert. Tim Schlegel? Ich würde mal kurz ins Taktische ein bisschen eintauchen, Trainer. Osnabrück ist sehr, sehr erfolgreich über die Außen, hat sehr, sehr eine starke Flügelzange, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch die meisten Tore mit in der ganzen Liga über diese Variante. Ist das ein Thema, auch wo auf das man, auch wenn Sie sagen, wir gucken mehr auf uns, auf das man zwangsläufig dann in so einer Spielvorbereitung auch eingeht? Müssen wir. Wir müssen ja, egal wer der Gegner ist, wir müssen immer darauf eingehen, wie spielt der Gegner mit Ball, wie spielt der Gegner gegen den Ball. Das sind die Inhalte. Das ist das, was wir auch in den Trainingseinheiten immer wieder abrufen müssen, damit die Jungs ein Gefühl dafür entwickeln können. Aber es ist schon so, dass sie große Individualisten im vorderen Bereich haben. Ob das Sima Kalla ist, der aus der Gladbacher Jugend kommt, da erkenne ich ihn auch noch. Das ist ein Zehner gewesen früher, der jetzt auch viel von der Kette sich immer wieder löst, entgegenkommt. So haben sie halt auch noch zwei, drei Spieler, die das auch noch können. Haben auch mit Außenverteidiger, gerade über die rechte Seite, immer wieder einen, der sich auch immer viel mit einschaltet. Ja, wir wissen, was auf uns zukommt und wir trainieren das auch, aber wir wissen auch, dass wir gut verteidigen können und wir wissen auch, dass wir Spieler in unseren Reihen haben, die auch Zweikämpfe führen können und Zweikämpfe gewinnen können. Und wir haben im Umkehrschluss auch Spieler, die sich auch im 1 gegen 1 sich gut durchsetzen können. Und da gilt es halt einfach, das durchzusetzen. So. Da muss halt jeder Spieler alles dafür tun, unser Spiel durchzusetzen und das Spiel vom Gegner nicht zuzulassen. Aber Themen sind das, klar, das sind die inhaltlichen Themen, die müssen wir immer aufgreifen. Aber das hat nichts mit Osnabrück nur zu tun, das sollen wir gegen jede Mannschaft machen und machen wir auch. Nochmal eine personelle Nachfrage dazu, inwieweit ist Park jetzt wieder, der war ja schon Mittwoch auf der Bank, jetzt tatsächlich so weit, dass er sagt, Jetlag überstanden, könnte jetzt also wieder ran, was macht er für einen Eindruck? Und jetzt nach dem neuen Rückschlag auch mit Robin Becker, ist es eine Option oder denken Sie darüber nach, auch vielleicht Michael Akoto mal auf die rechte Seite wieder zu stellen, weil das hat er ja auch schon mal gemacht. Ist das eine Variante oder sagen Sie, nee, wir lassen das jetzt mal so, wie es ist? Also diese zwei Außenpositionen, die hätten mich mal interessiert. Ja, also bei Park ist es so, Park, als er weggeflogen ist, hat er gesagt, also Trainer, wenn ich wiederkomme am 28. oder 29. morgens, will ich sofort spielen. Wir haben ihn dann auch vom Flughafen abgeholt, ist dann im Kader gewesen. Situation hat sich nicht ergeben. Der ist sicherlich in der Verfassung, dass er spielen kann. Müssen wir halt eine Entscheidung treffen. Auf der Position können wir mit dem Rechtsfuß spielen, wir können mit Linksfuß spielen, ob das Joni ist oder Park ist. Und auf der anderen Seite könnte auch Kulle spielen auf der Position, könnte auch Michael Akoto spielen auf der Position. Da müssen wir halt jetzt auch ein Gefühl für Entwicklung und eine Entscheidung treffen für uns. Aber Optionen sind das sicherlich auf jeden Fall. Ja, sind das auf jeden Fall. Optionen sind das. Nochmal Jochen Leimert. Sie haben die Individualisten schon angesprochen. Haben Sie auch nochmal mit Christian Conte gesprochen, dass er vielleicht dann doch das Individuelle ein wenig zurückstellt und etwas versucht, das schneller zu lösen? Ja, ich verstehe das. Wir stehen da auch manchmal draußen, das sage ich ihm dann auch ab und zu mal. Mensch, meine Güte, du kostest uns auch Nerven, du kannst so viele gute Dinge und dann kommst du in super Situationen rein und dann passiert manchmal einfach für die Qualität, die du hast, zu wenig.
Ja, dann hat man manchmal auch das Gefühl bei so einem Spielertypen, dass er vielleicht ein bisschen zu viel des Guten macht. Aber das ist halt, das ist halt naturell. Also wir können ihn jetzt auch nicht einschränken. Also man muss halt auch den Spieler so lassen, wie er ist. Wir wollen ihn besser machen, aber wir wollen ihn ja nicht verändern. Also wir wollen jetzt keinen Spieler aus ihm machen, der jedes Mal den Ball mit einem Kontakt klatschen lässt und nicht 1-gegen-1 geht. Also wir wollen diese 1-gegen-1-Situationen ja haben. Und er will natürlich auch viel, viel mehr dazu beitragen, dass am Ende vielleicht auch mehr Tore dadurch fallen, weil er ja auch gute Situationen kreiert. Er arbeitet da dran, wir arbeiten da dran, versuchen das besser zu machen. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn er alles könnte und alles so einsetzen würde, wie wir glauben, wie er das kann, ich weiß nicht, ob er dann bei uns in der dritten Liga spielen würde. Das muss man vielleicht auch mal ehrlicherweise sagen. Nochmal Jochen. Das ist wahrscheinlich kein Thema für Osnabrück, zumindest nicht für die Startelf. Aber warum ist das naturell bei Akagi Gogia so ein bisschen verloren sogar gegangen? Offensichtlich, er wirkt sehr, als ob er keine Fehler machen will und ihm ist dieses Selbstbewusstsein irgendwie abhanden gekommen. Wie erklären Sie sich das? Nö, also Selbstvertrauen, glaube ich, das wird, glaube ich, eher weniger das Problem sein. Also wir sind ja grundsätzlich so, dass wir den Jungs auch immer wieder mitgeben, dass sie mutig sein sollen, dass sie 1-gegen-1-Situationen suchen sollen. Weil im Fußball ist es nun mal so, dass erst wenn einer mal einen Spieler vielleicht mal ausgespielt hat oder mal den Unterschied gemacht hat, weil er einfach eine Überzahlsituation geschaffen hat, durch einen Kontakt oder durch ein Dribbling, dass dann auch meistens eine gewisse Torgefahr entsteht. Also, und der Andi ist auch so ein Spielertyp, der das grundsätzlich kann, dass er mal mit einem Kontakt, ein bisschen anders als Chris, vielleicht auch ein bisschen anders als Jakob, aber der das halt schon mal kann. Und da, glaube ich, ist momentan einfach so, dass er da oftmals falsche Entscheidungen trifft. Und das hat, glaube ich, weniger mit Selbstvertrauen zu tun. Aber wir vertrauen den Jungs. Wir haben ja auch spielen lassen jetzt den Andi. Und ich glaube auch, dass er alles dafür getan hat, ein gutes Spiel zu machen. Dass es halt einfach momentan ein bisschen schwerfällt. Das, meine Güte, das kommt halt auch mal vor. Und gegen Bayreuth fand ich, als er reingekommen ist, hat er das ganz ordentlich gemacht sogar. Aber insgesamt, glaube ich, ist es ein Spieler, der, glaube ich, noch nicht das abgerufen hat, was er kann. Sind noch Fragen offen? Ich weiß gar nicht. War es Bayreuth oder war es Duisburg? Was jetzt? Letzte Woche? Bei Andi? Also du warst nicht zufrieden mit ihm. Was für ein Spiel Sie meinen. Nee, ich sag's ihm nicht. Aber das kriegt er vielleicht mit. Ist ja egal. Ich glaube, er kann zeigen, was er kann. Das kann es aber bewiesen. Ja, ich hoffe es auch. Ich freue mich über jede Leistung, die wir dazu bekommen. Gut, dann gibt es von mir jetzt die Infos zum Spiel. Partie, wie gesagt, am Sonntag um 13 Uhr an der Bremer Brücke. Die Partie ist restlos ausverkauft. Über 16.000 Zuschauer werden vor Ort erwartet, darunter mindestens 1.400 Dynamo-Fans. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr wie immer in der Fan-Info auf der Dynamo-Website im Laufe des Nachmittags. Übertragen wird die Partie zudem live bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport. Zu guter Letzt noch, wie immer, der Hinweis zu unserem Nachwuchs. Die U19 spielt in der Sonderspielrunde am Sonntag um 13 Uhr zu Hause gegen die Altersgenossen vom 1. FC Magdeburg. Einen Tag zuvor ist die U17 um 13 Uhr auswärts bei Rasenballsport Leipzig gefordert. Die U16 hat in der B-Junioren-Regionalliga am Samstag um 11.30 Uhr ein wichtiges Auswärtsspiel um den Klassenerhalt beim Chemnitzer FC. Und die U15 kämpft am Samstag um 11 Uhr im heimischen Sportpark Ostra gegen Carl Zeiss Jena um ebenso wichtige Punkte um den Klassenerhalt. Vielen Dank für euer Kommen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank auch an dich, Markus. Wir sehen uns am Sonntag in Osnabrück. Bis dahin. Ciao.